Der ans Kreuz geschlagene Jesus macht für alle Beteiligten den Eindruck des Verlierers. Doch durch seine Erhöhung ist er dem Himmel und dem Ziel, die Menschen zu erretten, näher als zuvor. Er stirbt und nun scheint er für seine Gegner endlich aus dem Weg geräumt zu sein. Er aber hat Gottes Plan erfüllt, bricht das Band des Todes und der Sünde. Durch seine Menschwerdung teilte Jesus alles Weltliche, fühlte und nahm am Leben teil. Nun, nach seinem Tod, könnte man den Eindruck gewinnen, dass er nicht mehr für uns da ist oder für uns sorgt, weil er nicht als greifbare Person unter uns weilt. Jesus aber weiß zu trösten und bleibt 40 Tage nach seiner Auferstehung bei den Jüngern und setzt so das Zeichen, dass er auch nach dem Tod, wie zuvor, bei uns ist und unsere Nöte, Sorgen und Freude teilt. Er ist derselbe wie zuvor. Jesus bleibt, gibt Sicherheit und nimmt die Trauer. Worte und Taten des Gottessohnes sind zu groß, um von den Menschen wirklich erkannt und gedeutet zu werden. Und dennoch können wir uns immer mit ihm verbunden fühlen. Wir freuen uns und wissen, er ist immer da und seine Pläne erfüllen sich. Was auch geschieht, egal ob hier oder in der Ewigkeit. Auferstehung. Ist es Jesus schwergefallen, sich von seinen Jüngern und dem Leben auf der Erde zu trennen? Wenn ich mir das Geschehen von Himmelfahrt vor Augen führe, ist das die Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Wie schwer fällt es uns, etwas abzulegen? Sei es der Lieblingspullover, der zu klein geworden ist, oder der Freund, die Freundin, zu der man kein gutes Verhältnis mehr hat. Wie schwer muss es Jesus dann erst gefallen sein? Er war für jeden Menschen da und hat jeden bedingungslos geliebt. Er hat von Anfang an gewusst, dass er zu seinem Vater zurückkehren wird. Und er liebte auch die Menschen, die gegen ihn waren und nach seinem Leben trachteten. Das ist ihm sicherlich nicht leicht gefallen und trotzdem hat er das geschafft. Kann ich das auch? Wenn ich nur ansatzweise so wie Jesus sein möchte, dann muss ich doch versuchen, auch die zu lieben, die mir Böses wollen. Bin ich bereit, wirklich diesen Schritt zu gehen? Jesus Christus, unser allergrößtes Vorbild, was wir haben können. Er kam, um uns den Sieg über den Tod zu geben. Das heißt nicht der leibliche Tod, sondern über den geistigen Tod. Es ist nicht immer einfach im Leben, in der sogenannten mir doch egal. Denn unser himmlischer Vater sagte, bist du nicht warm oder kalt, sondern sozusagen lau, so will ich dich ausspeien. Besonders in so mancher Situation. Jetzt ist es wichtig zu schauen, was ist das, was ich will und mit meinem Gewissen vertreten kann. Und nicht, was andere wollen oder machen, sondern ich selbst muss wie Adam und Eva gerade stehen, denn sie wurden verstoßen, hatten gegen das eine Gebot, was er gegeben hatte, verstoßen, aber mit dem Blick, dass es Erlösung geben wird und wir alle bei ihm wieder sein dürfen. Doch stellen wir die Frage, wollen wir die Gnade und uns bemühen, nicht zu sündigen, oder ist es so, ach Gott vergibt uns, da er uns ja bei sich haben will. Beim Lesen des Textworts und der Gedanken ist mir ein Aspekt ganz besonders ins Herz gefallen, und zwar, dass der allmächtige Gott, unser großartiger Gott, für uns, für einen jeden Einzelnen sorgt. Und das besonders auch am Abendmahl. Klar, jetzt in der Zeit, wo wir keinen Abendmahl haben können, da fällt einem das besonders auf. Aber ich musste sofort in eine Begebenheit vor 2 Jahren ungefähr denken in Göttingen, als wir das Probenwochenende für das Pop-Oratorium Ich Bin hatten und dann den Gottesdienst erleben durften. Da zum Abendmahl hatte ich einfach ein Gefühl, das war unbeschreiblich. Das habe ich bis dahin noch nie so gefühlt. Ich war relativ weit oben auf der Empore, konnte alles gut überblicken, und dann fürs Abendmahl sind einfach diese vielen Jugendlichen, über 1000, aufgestanden und einem jeden
egal wie er aussah, wie groß er war, wie alt er war, welche Fehler er vielleicht gemacht hat, egal. In jedem wurde das Abendmahl gegeben. Und plötzlich stand auch der Amtsträger vor mir und hat gesagt, der Leib und das Blut Jesus ist für dich gegeben. Und das hat mich so getroffen in dem Moment, dass Gott und sein Sohn einfach für mich da ist. Das kann man mit Worten gar nicht so wiedergeben, dieses Gefühl, was ich da hatte. Und ich bin dann auf meinen Platz gesunken, habe gebeten, habe eigentlich nur noch weinen können, weil es mich so ergriffen hat. Und dann war mein Gebet zu Ende. Ich habe noch oben in die Halle halt geschaut und habe weiter unten einen vom Catering gesehen, der so ein großes schwarzes T-Shirt hatte, wo hinten drauf ganz groß stand, ich bin. Und in dem Moment hat einfach so eine Stimme in meinem Kopf, ich bin, noch mit einem Wort ergänzt, mit hier. Ich bin hier. Weil ich in diesem Moment einfach fühlen konnte, Gott ist da, Jesus ist da. Und dann ein Jahr später, jetzt schon wieder ein Jahr her, hat sich dann dieses wundervolle, große Ereignis ereignet, der internationale Jugendtag. Und ich glaube, da hat jeder, also mehrere Erlebnisse von diesem Ereignis, die er einfach jetzt sich auch in diesen Tagen wieder wachrufen kann und damit sich wieder vor Augen führen kann, der allmächtige Gott, Jesus, ist für dich da und sorgt für dich.